Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Revival von Eminem in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Revival von Eminem, das Ganze im Dezember 2017 erschienen. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen. So, wir stechen hier unten einmal ein, ziehen dann hier seitlich durch und dann lässt sich das Ganze hier wunderbar öffnen. Jawohl. So. Also, wir haben hier eine US-Flagge. Oben rechts lesen wir Revival, weiße Schrift auf einem roten Strich. Revival so ein bisschen abgekürzt, so abgeschnitten die Buchstaben, aber man kann es auf jeden Fall lesen. Unten rechts haben wir einen Verbraucherhinweis auf Englisch und hinter dieser US-Flagge, man kann es hier erkennen, ist der Interpret zu sehen, Eminem mit Kette, weißem T-Shirt und der Hand vor dem Gesicht. Alles sieht so aus, als wäre er irgendwie ja, verzweifelt oder würde sich eventuell schämen. Das Bild, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo das schon mal verwendet wurde, aber es kommt mir sehr bekannt vor, ist, soweit ich weiß, bei einem früheren Eminem-Release schon mal irgendwie im Artwork oder im Booklet verwendet worden, ist auf jeden Fall ein bekanntes Motiv. Gut, dann haben wir hier auf der Seite ebenfalls stehen Eminem Revival. So sieht das aus, also schwarze bzw. schwarz-rote Schrift. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 19 Tracks an der Zahl. Darunter haben wir Executive Producers, Dr. Dre und Rick Rubin. Hier rechts auch nochmal unten einen Barcode. Links haben wir dann die Labels, über das Ganze erschienen ist, nämlich Shady Records, Aftermath Entertainment und Interscope. Also über diese drei Labels ist das Ganze erschienen. Dann haben wir hier Eminem, auch wieder in diesem Fall vor der US-Flagge. Sieht so aus, als wäre das mit einem Beamer auf ihn rauf produziert worden. Oben ohne hier, der gute Mann. Und wir haben natürlich auch hier die Features angeführt. Wir haben hier Features von Beyoncé, dann Fresher, Ed Sheeran, Alicia Keys, Ambassadors, Skylar Grey, Kelani und Pink. Also, auf jeden Fall hochwertige Features. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze dann von innen aus. Wir haben hier wieder Eminem sitzend auf so einem, ja, wie so ein Barhocker, auch vor einer US-Flagge wieder. Also, die US-Flagge zieht sich hier wirklich durch und durch. Dann haben wir auch nochmal die Credits zum Album. Also, wer war daran beteiligt, wer ist da im Hintergrund so tätig? Und auf der rechten Seite haben wir dann nochmal die gesamte Tracklist, auch mit den ganzen Credits. Also, wer war an den einzelnen Tracks beteiligt, über wen ist das Ganze erschienen, wer wurde hier gefeatured, etc. etc. Ist leider echt schwer zu lesen, weil die Schrift so ganz fein ist. Hier könnt ihr das sehen, schwarz auf so hellgrau unterlegten Balken. Also, das ist echt fürs Auge nicht allzu angenehm, aber man kann es trotzdem lesen. Gut. Dann schauen wir mal in die erste Tasche, also ein Gatefold zum Aufklappen. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite die erste Vinyl. Die kommt in einer weißen Papierhülle und in der Mitte so durchsichtige Folie. So sieht dann die Vinyl aus. Spannenderweise ist das Ganze nicht mit A- oder B-Seite beschriftet, sondern wir lesen hier Side 1. Also das ist in dem Fall die A-Seite. Und wir haben darunter dann die ersten vier Tracks aufgelistet, die sich auf dieser Seite befinden. Dann haben wir Side 2, beziehungsweise ja, B-Seite. Hier haben wir dann auch noch Tracks aufgelistet, in diesem Fall dann 6 Stück. Dann machen wir diese Vinyl mal zurück in die Hülle. Und kommen zur zweiten Tasche, zur zweiten Vinyl. Und hier haben wir dann die zweite Vinyl,
sieht dann so aus. Also die C-Seite dann Side 3 mit insgesamt 5 Tracks. Und dann haben wir zum Abschluss natürlich noch die D-Seite, also Side 4 mit insgesamt 4 Tracks. Jawohl. Gut, dann packen wir die mal wieder rein. Ich habe zwar schon reingesehen, aber sicherheitshalber werfe ich trotzdem nochmal einen Blick hier in diese zwei Taschen. Nicht, dass ich euch irgendetwas vorenthalte. Nein, hier ist leer. Hier ist ebenfalls leer, wie erwartet. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Wir haben hier diese Doppelvinyl Side 1 bis 4 mit insgesamt 19 Tracks. Die kommen in diesen weißen Papierhüllen. Ja, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Revival von Eminem. Es ist das 9. Soloalbum des Interpreten. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.